Ein herzliches Hallo und damit willkommen zurück hier bei Imperium Galactic Survival, Freunde. Und ihr fragt euch sicherlich, was macht der Typ auf der Trading Station hier? In der letzten Folge sind wir leider im anderen System quasi, ja, gestrandet, will ich nicht sagen, aber doch zerlegt worden. Und ich bin wieder auf unserer Basis gespawnt und habe gedacht, ja, kein Problem, das machen wir doch angenehm. Wir bauen uns einfach ein neues Schiff und statten uns neu aus und dann ist mir aufgefallen, wir haben kein Neodymium mehr. Also, was blieb anderes übrig? Ich habe einen kleinen Flitzer gebaut, wobei der nicht so flitzerig unterwegs ist. Wie ich gedacht habe, das ist eigentlich das da hinten. Seht ihr das? Das da? Ja, und jetzt sind wir hier und ich habe vor, hier das komplette Neodymium aufzukaufen. Damit wir dann auch wirklich das Schiff bauen können, was wir bauen wollen. Und das ist der Hintergrund, warum wir hier auf der Station sind. So, jetzt schauen wir nochmal kurz durch, ob wir hier eventuell noch etwas finden, was eventuell... Bohrerladung, okay. Bohrer selber. Leute, Bohrer, ne? Guckt euch das an. 12, 2, also so 8 Bohrer könnten wir theoretisch mitnehmen und die für 3000 verkaufen. Das ist gar nicht so schlecht. Besser als diese Erdscanner. Das behalten wir mal im Hinterkopf. Ich will hier auch gar nicht lange bleiben. Denn Zeit ist Geld. Und Geld haben wir nicht. Nein. Ich gehe wieder runter. So, und wir sehen zu, dass wir wieder zur Basis kommen, damit wir endgültig auch unser Schiffchen anstellen. Das hier ist es, dieser kleine Blue Dart. So toll sieht er jetzt nicht aus. Und er fliegt sich auch... Ja, wow. Richtig bescheiden. So viel dazu. Was ist das wohl? Ne? Nice, das muss ich mir mal angucken jetzt. Was macht der? Das sieht ja cool aus. Richtig nice. Oh, nein. Da wollte ich gar nicht hin. So. Oh. Okay. Was passiert hier? Ich bin das nicht. Lassen wir mal. So. So, er ist wirklich schwer zu handeln. Ich ziehe gerade die Maus komplett über den Bildschirm rüber. Und ihr seht, wir haben auch maximal 41 Meter die Sekunde. Das ist schon ein langer, harter Weg jetzt zu gehen. Den werden wir vielleicht noch pimpen. Also ich habe mir vorgestellt, dass wir den Dart nehmen, um über den Planeten nochmal zu fliegen. Denn es gibt hier irgendwo auf dem Planeten Goldvorkommen. Und das würde ich gerne finden. An der Stelle. Und den anderen statten wir genauso aus, wie wir es vorgehabt haben. Nämlich mit dem Hyperraumantrieb, dem Pentaxi-Tank. Und dann geht das ganze Ding halt nochmal von vorne los. Das wird schon... Wir müssen in dieses System springen, um entsprechend unser Neodymium zu bekommen, was wir halt brauchen, um ja, uns das Capital Vessel zu schnappen oder zu bauen. Aber das haben wir alles letztes Mal schon durchgegangen und von daher denke ich, ist das soweit nicht erwähnenswert. Jetzt müssen wir hier durch die Defense Points noch kommen. Da ist die Javelin, unser allererstes Schiff, was da kläglich ja, zerstört worden ist. Und es hat auch ewig gedauert, mit dem Blue Dart hier durch die Atmosphäre zu kommen. Ich weiß nicht, warum, ob es eventuell doch noch ein neues Update gegeben hat. Ich meine eigentlich nicht. Ja, nichtsdestotrotz. So, wir haben auch noch Munition gekauft eben gerade. Oder ich habe nochmal Munition gekauft. Über die Stationsdienste geht ziemlich einfach, Treibstoff und so weiter über die Stationsdienste zu kaufen. Sehr cooles Gimmick. Und wir sind auf dem Weg. Ja, was gibt es uns noch zu erzählen? Mir macht es weiterhin extrem Spaß. Ich hoffe, dass ja, wenn wir das Capital Vessel haben, dass wir das soweit ein bisschen umbauen können. Vielleicht so ein paar Konstruktoren rein und so weiter und so fort. Das ist natürlich alles CPU-abhängig. Das muss uns bewusst sein oder das ist mir auch bewusst irgendwo. Ja. Und dann hoffe ich, werden wir unsere Exploration, unsere Deep Exploration dann endlich auch starten können. Ich glaube, wir sind jetzt, keine Ahnung, ich glaube in Folge 19 oder so oder 20, ich weiß es gar nicht. Habe ich nicht nachgeguckt.
Braucht schon seine Zeit, sich ein bisschen was aufzubauen. Und allzu viel ist das eigentlich ja nicht. So Sun-Class Corvette, da Sunat-Class Corvette. Der möchte ich nicht unbedingt begegnen. Sie kommt auch bedrohlich nah, also zumindest in großen Schritten. Aber gut, 7 Kilometer ist ja noch im Rahmen. Aber sie spottet uns jetzt nicht. Ja, auch wenn das Ding Blue Dart heißt, also so schnell wie ein Pfeil ist es dann an der Stelle wirklich nicht. Ich glaube, wir werden es schaffen. Ein Glück folgt uns diese Fregatte nicht in den Orbit. Fast sogar weggeschossen. Und sie sehen, wir fliegen direkt runter, ja, wie langsam das Teil eigentlich ist. Aber es muss sich noch was geändert haben, weil, also ich gleite quasi gerade, ich gebe auch kaum Gas. So. Dann setzen wir den ganzen Bunker mal ab. So, hinaus. Oh, habe ich ja das Jetpack nicht an. Das ist nicht gut. Südele. Oh, hier ist was gewachsen. Das ist sehr schön. Das machen wir jetzt mal hier hinein. Und ich glaube, ich habe... Moment, das muss man hier packen. Ja, genau. Ich habe auch schon Ressourcen vorproduziert, um jetzt auch schnellstmöglich das Ding hier oben mal eben den Helm mal absetzen. Unsere, und wo war sie? Rapier ist es, glaube ich. Exakt. Kobaltwaren, Neodymium-Waren, Titanstäbe. Ach, die Titanstäbe, richtig. Die sollen nicht fehlen. Wo haben wir sie denn? Ich habe sie noch gesehen. Da sind sie. Kohlenstoffsubstrat. Müssen wir gleich mal gucken, wie viel wir davon einsetzen müssen. Ich glaube, es war recht viel, oder? Ja, wir sind fast... Ja, also ein bisschen mehr Kohlenstoffsubstrat hier bauen. Dazu brauchen wir allerdings Pflanzenfasern. Und an der Stelle habe ich mich schon gekümmert. Oh, Getreide ist noch da. Sehr gut. Pilze sind auch noch da. Sehr schön. Das bringen wir mal über Pflanzenfasern habe ich mich gekümmert. Wohlweislich aus dem Grund... dass wir irgendwann Probleme kriegen werden mit unseren Pflanzenfasern, weil sie nicht so schnell wachsen. Aber, Leute, ja, einwandfrei, 1050 Pflanzenfasern, also wenn das jetzt erstmal nicht reicht, theoretisch können wir auch umdenken. Ich weiß gar nicht, ob es hier überhaupt, ich glaube, es gibt hier Protein, wir haben gar keine, wir haben nichts, wo wir Pflanzenfasern erzeugen können. Das macht überhaupt nichts. Ich packe mal die Hälfte hier rein. Das werden wir wahrscheinlich irgendwann brauchen. Und die andere Hälfte, die kommt natürlich hier hinein. So, jetzt müsste es wieder funktionieren. Jawohl, ich stelle mal 20. Das ist fast 400, ne? Das müsste erstmal gehen. In der Zwischenzeit schauen wir, dass wir unsere Rapier in die Fabrik bringen. So, Kupferbarren. 400, das passt soweit. Das klicken wir mir so. Zur Seite. So, dann haben wir das. Das kommt gleich. Siliziumbarren. 6. Warte mal, wie viel brauchen wir? 300 und.
Platz 16. So, dann haben wir das, die Eisenbahn mit 200 und... ...296, doch, das kommt doch... ...296, so. Klack, dann haben wir das, die Titanstäbe mit 57. Auch in Ordnung. Ubaldbarren haben wir... 44. Das ist okay. So, einen hier rüber. Neodymium-Barren waren exakt 30. Ups. So. Einen drauf. Und jetzt fehlt wirklich nur das Kohlenstoffsubstrat. Und da warten wir eben kurz. Das müsste ja eigentlich schon fast fertig sein. 400 haben wir, wenn wir nicht brauchen. Aber... sicher ist sicher. So, und dann haben wir 300 und 349. Wunderbar, Leute. Ab geht's. Startproduktion 49 Minuten. Das ist natürlich eine Zeit, aber wir werden diese Zeit natürlich nutzen. Und bringen die Rohstoffe jetzt hier wieder rein. So. Pentaxitank haben wir noch. Ja, um... da. Ach ja, genau, richtig. Ich war gerade ein bisschen am Überlegen. Da war ja was, genau, wir konnten die CPU-Erweiterung nicht machen und konnten deswegen den Schild nicht draufbauen. Aber der Pentaxitank und der Antrieb, der haben noch gepasst einigermaßen. Von daher, glaube ich, werden wir nicht das Problem bekommen in der Richtung. Wir müssen aber natürlich noch einen Warp-Antrieb bauen. So, der müsste irgendwo hier rum. Und da ist er auch schon. Und wir werden ihn jetzt einfach schon mal bauen. Ich denke, da spricht nichts gegen. Genau. Den lassen wir mal durchratteln. Haben wir hier, genau, wir haben hier schon Kräuterblätter. Die Gewürze sind fertig. Die Ernte kann eingeholt werden und ansonsten ist hier nichts mehr in der Stelle. Kräuterblätter. Jetzt nochmal die Frage, ob wir schon... ja, können wir schon machen, ne? 1, 2, 3, 4. Mehr ist erstmal nicht drin, was die Kräuterblätter betrifft. Und ja, jetzt ist natürlich die Frage Gold. Ja, wir schauen nochmal hier rum. Wir haben noch einiges nicht entdeckt hier an der Stelle. Deswegen würde ich mal einen... ja, einen Wegpunkt hier setzen. Einfach mal so einen New Marker Wegpunkt bestätigen. Und würden einfach mal in die Richtung fliegen. Ja, ich habe hier ein bisschen Munition, ein bisschen Waffen und so weiter. Das habe ich alles schon mal soweit vorbereitet. An der Stelle. Vielleicht sollten wir noch was essen. Haben wir nicht noch was zu essen? Wir müssen doch irgendwo noch... da, wir haben noch eine Fleischkonserve. Also eine Fleischkonserve, die ziehen wir uns hier nochmal rein. Dafür haben wir sie gemacht. So, hinein geht's. Und ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt mal auf Scout-Tour. Den Rest der Folge. Um eventuell mal das Gold abgreifen zu können. Ich denke, das ist keine schlechte Idee. So, New Marker, da hinten ist er. Und ich mach mal das Licht aus. Ich glaube, sie haben die Flight-Physik ein bisschen geändert. Wenn wir mal wieder auf die Map gucken, wir fliegen jetzt durch das Talon-Gebiet, glaube ich, ist es. Da fliegen wir jetzt gleich mal durch. Ist echt räudig langsam. Das muss man ganz klar so sagen. Monument, okay, alles gut.
Frage, warum er so langsam ist, hat er wirklich... zu wenig Schub. Weil der hat eigentlich gute Triebwerke dran, ja. Bisschen höher fliegen, damit wir über den Berg kommen. Ruine, okay, alles gut. Auf die Map. Wir sind gut auf dem Weg. Ich drifte jetzt einfach mal in diese Richtung ab. So ein bisschen nach Norden. Habe ich irgendwas Oranges entdeckt? Ne, das ist nur der Marker für... Okay, also wenn das wirklich so ist, dass die Flight-Physik da so ein bisschen geändert worden ist, finde ich es gar nicht so schlecht, weil das war wirklich, ja, man hat ja instant gestanden, wenn man die Bremse aktiviert hat. Gar nicht so doof. Ist aber echt totes Gelände, ne? Totes Ende hier, totes Gelände. Auf der anderen Seite, mal eben noch mal eben fragen. Ne, wir haben es noch nicht entdeckt. Also, wir haben das Goldlager noch nicht entdeckt. Von daher dürfte es nirgendwo in irgendwelchen Gebieten der Talon oder der Polaris liegen. Ist irgendwas Unbekanntes. Da wollen wir doch mal hingucken. Ist das schon ausgezeichnet? Ne, immer noch als Fragezeichen. Schade. Oh mein Gott, der ist so langsam. Ich muss den nochmal pimpen. Das geht, glaube ich, nicht. So geht es nicht.
ist was Rotes. Boah, aber sicher nichts. Ruined Landing Pad, okay. Okay, ich werde jetzt doch noch mal wieder den Weg zurücknehmen in die Richtung, weil ich glaube, so wäre das, da sind wir ewig unterwegs. Ich mal gucken, ob wir da noch ein, zwei Triebwerke dran schrauben können, zumindest was den Schub betrifft. Mal in diese Richtung unterwegs. So, ich will noch mal ein bisschen steigen, so auf 150 Meter. Alles noch unerforschtes Gebiet. Ja, tut mir leid, letzte Folge. Das war halt nicht meine Folge, muss man ganz klar sagen. Da war ich etwas leichtsinnig unterwegs, da einfach auszusteigen. Und ja, die Gier hat mich quasi übermannt. Nicht so eine geile Nummer. Und ja, jetzt muss ich quasi nicht nur offscreen ein bisschen Vorbereitungen treffen, sondern ja, hier so ein bisschen mich durchschlängeln, bis denn unser Schiffchen fertig ist und wir quasi nochmal einen Versuch unternehmen können, diesmal dann natürlich vorsichtiger. Da hier ist echt nichts, ne? Also zumindest was den Rückweg betrifft, aber da sind wir auch schon, da haben wir auch schon die Entdeckung. Also da brauchen wir dann auch nicht groß durchziehen. So, ja, ist Überlegung, was machen wir jetzt? Was haben wir für Triebwerke drin? Bringen die mehr Schub, bringen die weniger Schub? Das kann ich jetzt natürlich nicht nachgucken, weil sonst hält das Schiffchen an. Gucken, dass wir nach Hause kommen. Damage Wreckage, ja, alles gut. Es bleibt dabei. Ich muss sagen, Empyrean ist wirklich anspruchsvoll geworden. Gut, klar, wie jedes Spiel, man muss es halt mögen. Aber ich denke, so ein leichter, guter Survival-Aspekt ist hier an der Stelle. Es ist nicht zu leicht, es ist nicht zu schwer und vor allem ja, es ist nicht leer. Das ist viel, viel, viel schöner. Man hat halt die entsprechenden Fraktionen, man hat die Tierwelt, man hat, ja, man hat Trading, ja, man hat den Handel im Endeffekt. Ganz, ganz cool aufeinander abgestimmt, finde ich, soweit. Und von daher ist dieses Game halt doch schon reizvoll. Zumindest ist das mein Empfinden. Ich hoffe, ihr empfindet das auch so. Und immer wieder, ja, ich sag mal, einen Blick wert, da reinzugucken. So, jetzt sind es noch 2 Kilometer. Ich hoffe, und ein paar Minütchen haben wir ja noch. 29 Meter, das ist echt nichts, ne? Das ist echt nichts. Da sind wir ja mit dem Motorrad schneller. Ja, die Folge ist so mal ein bisschen Wunden lecken, denke ich.
Ich denke, ich werde hier noch ein ACS einbauen und zwei Triebwerke dran schrauben. Dann sollte der vielleicht ein bisschen flinker unterwegs sein hier. Oh, da fehlt auf jeden Fall schon mal was vom Bunker. Wahrscheinlich durch den letzten Angriff. So, aus bitte und hier herüber. Und jetzt schauen wir doch nochmal ganz kurz in unseren... Nein, hier stellen wir uns natürlich nicht hin. In unseren Skilltree. Und zwar, ein kleines Raumschiff. ACS haben wir noch gar nicht freigeschaltet. Das sollte ich mal machen. So, und dann haben wir nämlich hier die Schubdüse. Jetzt mal mit Schubkraft 75 Kilonewton. Die hat natürlich 170 Kilonewton. Das ist fast das Doppelte. Und die ist ja natürlich noch ein Stückchen höher. Was hat die? Schubdüse L. Boah, 275, das ist echt krass. So, wir machen mal Folgendes. Ich schalte das mal frei. Ja, ich glaube, bis hierhin ist schon okay. Die beiden kann ich nochmal freischalten. Dann lassen wir es erstmal und dann gucken wir uns das erstmal an, was das denn überhaupt... Und Jet-Schubdüse, oh, die ist natürlich noch eine Ecke steifer, was? Schauen wir mal kurz. 1 mal 3 mal 1, ne? So, wir gucken mal hier, was haben wir denn hier? Schubdüse S. Also wenn ich die drei austauschen will, dann sollte ich auch Schubdüsen nehmen, die dem der Größe entsprechen. Und dann schauen wir mal ganz kurz hinein. Zack, 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 zack. Nein, doch, kleines Raumschiff, alles gut. So, Schubdüse S hat echt einen Block, ne? Und die M hätte dann... Und die T2 müsste doch auch. Warum wird das nicht mehr angezeigt? Jetzt muss ich mir gucken. Doch. 1, 2, 1. Also die steht ein Stückchen raus. Die Dreier werde ich nicht unterkriegen. Und 1, 2, 1 versuchen wir mal mit der T2, oder? Wir bauen ein Triebwerk ab, also eins von den Schubdüsen lassen wir weg und bauen dafür zwei von den T2 ein, wenn wir sie denn bauen können. Das werden wir jetzt mal ausprobieren in dieser Folge noch. So, zack. Und wir haben, das ist die Jet, die war nicht richtig. Hier ist die T2. Da haben wir mal zwei Stück von. Dann haben wir uns das Multitool und gehen auf Demontieren. So, da bauen wir das ACS rein und hier kommen die Schubdüsen rein, habe ich mir überlegt. Jetzt mal gucken, ob wir... Also ACS müssen wir auch noch bauen, ne? Einige. Wo bist du denn, geliebtes ACS? Da ist es. Sehr gut, das bauen wir gleich hinterher. Das sollte die Abmaße 1:1 haben, jawohl, sehr gut. Oh, es ist schon brutal, ne? Das ist schon brutal, wie schnell dieser Konstruktor arbeitet. Das muss man klar so sagen. Sehr gut. So, dann setzen wir die beiden mal hinein. Doch, ist richtig. Den dahin und den hierhin. Ich hoffe, das reicht von der CPU-Kraft noch. Sehr gut. Das müsste jetzt echt genügend Schubkraft geben. Und wir haben noch ACS. Und jetzt schauen wir nochmal eben, ob das besser geworden ist. Ja, 59 schaffen wir jetzt. Das ist die doppelte Geschwindigkeit. Das ist angenehm. Das ACS ist noch nicht. Also, es ist ein bisschen besser geworden. Kleines bisschen besser ist es geworden. Vielleicht noch ein zweites. Vielleicht können wir... Da
Da müssten noch zwei reinpassen. Vielleicht bauen wir auch noch mal zwei Stück. Wisst ihr, was wir machen? Das, wir bauen noch zwei Stück. Ich hoffe, wir haben noch so viel Energie. Oder zumindest ein Material. Aber ich glaube, das sollte nicht das Problem darstellen. Und dann, wenn wir damit fertig sind, sind wir auch schon wieder am Folgenende. Ach, du ahnst das nicht. Wir müssen... Nein. Räte. Wo sind sie denn? Wo greifen sie denn an? Ich sehe sie nicht. Da. Ach du meine Güte. 211. Dann kann ich schießen. Wo ist Munitionsverschwendung? Okay, sehr gut. Das hat was gebracht. So. Das hat was gebracht. Ich gucke noch mal eben schnell raus. Ich weiß, die Folge ist zu Ende. Ich weiß, ich weiß. Nein, das machen wir jetzt zu Ende. Es ist jetzt, ist halt ein paar Minuten länger. Das macht ja nichts. Ich habe ja auch schon Folgen ein bisschen früher beendet. Wunderbar. Das sind Sachen, die sich lohnen. Ja, auch die Minigun-Patronen lohnen sich jetzt, da wir eine, Gott sei Dank, eine Minigun haben. Und Raketen, Treibstoff, S, alles gut. Alles ist gut. Ich muss ein klein wenig Sauerstoff, Ausdauer sparen gerade. Die erholt sich auch langsamer, oder? Stehen bleibe? Nee, ich glaube, das ist normal. Ich glaube fast, das ist normal. So, genau. So, über die beiden ACS, die bauen wir noch ein. Schauen nochmal, ob es ein bisschen besser ist. Gefühlt. ACS. Komm, nochmal eben rein, nochmal ganz kurz schauen. Ja, es geht. Es ist ein kleines bisschen besser gewesen, aber nicht wirklich viel. Freunde, nichtsdestotrotz würde ich sagen, die Folge ist zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir ein Däumchen da, gerne noch ein Abo, wenn ihr das erste Mal eingeschaltet habt und hier zu Besuch auf meinem Kanal seid. Es gibt viel zu sehen und ja, mir hat es gefallen. Ich hoffe euch auch. Wenn ja, dann hoffe ich, schaltet ihr wieder ein. Schreibt mir was in die Kommentare, wenn ihr Bock drauf habt. All das sind Sachen, die ich mir gerne durchlese und natürlich versuche umzusetzen. Ja, und mehr bleibt nicht zu sagen. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.